willkommen zurück bei FA. Heute mal ganz simpel, Lattenschüssen-Challenge. Wir machen von verschiedenen Positionen. Natürlich gegen meinen Black Keep. Let's go. Yes. Jetzt zeige ich euch mal die verschiedenen Positionen. Wir beginnen bei der 5-Meter-Linie. Gehen dann weiter, natürlich, wenn man getroffen hat, zum 11-Meter-Punkt. Was ich dann habe, natürlich treffe. Dann kommen wir zum 16er-Linie. Und dann zuletzt zum verlängerten 16er. Ja, da hört es auf, da hört es auf. Ja, hör mal bitte auf, Bruder, ich bin der Erste. Bruder, ich fühle mich gut heute. Der Arme, hör auf, Bruder. Let's do this. Wie, wer beginnt? Du. Nein, ich beginne. Warum denn du? Komm, wir machen es ganz schnell. Ja? Bis eins aber, gell? Okay, bis eins. Leute sagen Seelenverwandt. Ein Zwilling, oder wie? Ja, okay, komm, okay, mal. Hör auf, meine Gedanken zu lesen, Bruder. Einäugige Zwillinge sagen Leute. Okay, komm. Ja. Come on. Du fängst schon wieder gut an, finde ich. Na, so kann man. Okay. Normal. Also fange ich an, was? Ja, du fängst an. Okay. Bruder, hast du eigentlich Druck oder so? Nee. Heute nicht. Ja? Naja. Also ich muss schon sagen, 5er-Linie darf man nicht unterschätzen. Es ist schon schwer. Die Leute denken, ah, das ist zu nah und so, das kriegst du locker hin. Aber ist nicht einfach. Für so Superstars wie Fullbelt ist das natürlich was anderes. Du hast gerade nicht getroffen, habe ich gehört, ne? Ja, war knapp. Ah! Okay, diese Überheblichkeit, die nutze ich ganz gerne auch mal auf. Helm mal auf. Das sind doch, ich muss auch mal ein bisschen warm werden und so. Ja. Schöne Schuhe, ne? Danke, Bro. Okay, gut. Winkelschießen wollten wir jetzt nicht machen, gell? Aber ist dein Problem. Und beim nächsten Mal dann? Ja, beim nächsten Mal. Kennst du das nicht? Wenn man. Ja. Wie heißt es? Ja. Wenn man so einen aussuchen, wie der ins Tor geht, sagt man doch so dieses Punkteschießen oder so, wer im Winkel schießt. Das hast du gerade gemacht. Auf jeden Fall gut geschossen. Ich versuche jetzt auch mal Winkel, aber mit Latte. Oh, der war drüber. Wie gesagt, beim Football machen wir doch so, oder? Wenn so das Tor geht. Also der Ball war gerade sehr, sehr stark drüber, ne? Also, wollen wir aber jetzt mal treffen oder so? Ja, ist zu schwer hier schon fast. Das war nix. Also Leute, das was ihr gerade gesehen habt, könnt ihr in verschiedenen YouTube-Videos von mir sehen. Schusstraining, optimale Schusstraining. Das hat er perfekt geschossen, denn der hat bei mir geübt. Schaut rein auf jeden Fall bei meinem Video. Guter Schuss gerade, guter Schuss. Danke, vielen Dank. Ich schaue dir jeden Abend. Schaust du jeden Abend. Aber das hat man jetzt gesehen, dass du sie siehst und dann... Ja, das. Aber jetzt wollen wir mal diese Challenge vorankommen. Ganz simpel, ohne viel Blabla. Ich glaube, 11 Meter Punkt. Wo bist du jetzt? Nein, du bist noch da. So, kein Problem. Ich stell mich schon mal rein. Du bist dein Bruder. Du bist doch da. Bruder, mach doch keinen Stress. Ja. Ich muss zugeben, man hat's gehört. Es tut aber auch weh. Das ist dann normal. Das ist wie in FIFA. Da kommt noch ein bisschen Glück dazu. Das kennt der auch. Ich muss sagen, schwerste Position haben wir geschafft. Aber man muss das hier auch erstmal treffen, gell? Ja, also. Ich frage mich, soll ich jetzt so tun, als würde ich nochmal 11 Meter schießen, dann Lärte treffen? Oder soll ich jetzt wirklich versuchen, das zu treffen? Ich weiß noch nicht. Nein, mach Lärte, dann komm. Zeig dir, was du brauchst. Ja, ich glaube, das fehlt noch so ein bisschen. Oder haben wir da schon perfekte Flanken? Ich glaube, das haben wir auch schon, gell? Ja. Das kann man auch sehen. Nee. War jetzt gut geflogen für den Flanke, aber warte. Ja, aber die Richtung war okay. Kommst du? Du musst ja sehen, was ich jetzt gleich mache. Zeig doch mal, was du machst. Also, das war gar nichts. Also, das war einfach gar nichts. Das war. Mit der Schmitte war aber echt ganz gut. Alter! Das war ja gar nichts!
Essen ist doch drin. Die Frage müssen wir reinziehen. Die Frage zünde einfach rein, weil es so frech ist. Weil es so frech ist, zünde die Frage rein. Könnt ihr schneiden? Der Arme! Der Arme! Wir zünden es schön rein hier. Sehen kann, meine Haltung, das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr eine perfekte Flanke schießen wollt. Achte, das musst du auch noch ein bisschen sehen. Schießen kannst du schon. Da ist noch ein bisschen Flanke. Ich stehe wieder unter Druck, ey. Yes! Oh mein Gott. Also der ist nervös, das kann man verstehen. Das kann man verstehen, dass er nervös ist, aber nächstes Mal, Bro, ich warte dann da hinten auf dich, okay? Das ist auch nicht so einfach, gell? Okay? Leute, schreibt mal rein in den Kommentaren, ob es eigentlich Glückssache ist, ob man die Latte trifft oder nicht. Manche sagen, ah, das ist schon Können und so, aber ein bisschen Glück gehört auch dazu. Aber wenn man dann solche Bälle schlägt, wie mein Kollege hier, ist es halt... Ah, komm, machen wir mal weiter jetzt, komm, zeig doch. Bist du schon hier, oder? Ich komm gleich. Okay. Da muss ich noch ein bisschen weitergehen. Also, ich weiß nicht, bitte... Schaut ganz genau hin, meine Haltung, das ist ganz, ganz wichtig. Das gibt's so nicht. Das ist zu simpel für mich. Hast du Lacassette wieder gezogen, oder was? Ultimate Team, Goldkarte, Lacassette. Aber in Form! In Form, das gibt's nicht, ey. Das kann nicht sein, ey. Soll ich Risk machen? Hä? Soll ich Volk machen? Ich würde es wirklich so chippen. Chippen. So wie ich es gemacht habe. Ah. Vollspann ist zu gefährlich hier. Ganz versuch, ganz leicht. Ja. Ganz genau. Das war so. Ganz gut. Das war ganz langsam werde ich warm. Dankeschön. Ah, so, weiter geht's. Ja. Es ist halt wichtig, dass man da nicht wirklich ganz lästig muss man seine Füße. Das ist dann schon herausfordernd. Wie Blacky, machst du dich schon ready oder was? Ich kann mich nicht konzentrieren, kannst du mal bitte nicht? Da weg? Soll ich weggehen? Ja, ich kann mich nicht konzentrieren, auch mit dem Ball. Ja, bitte. Denn das ist für mich hier ein Matchball und das will ich natürlich nutzen. Aber kein Druck, gell? Kein Druck, Bruder. Du kennst mich doch, ich bin da vor dir, ist doch kein Stress. Und du hast angefangen. Wenn er so schießt, ne, dann können wir noch lange warten. Film mal. Guck mal bitte, was ist das jetzt? Das ist ein ganz klarer Fall von Wettbewerbsverzerrung. Ganz klar. So gewinnst du, gell? Kein Druck. Ich muss halt treffen, ich bin schon hier, gell? Ich hab bis hierher gehört, wie du gezittert hast. Ich hab geschwitzt, ich bin ehrlich. Mann. Ich bin ehrlich. Aber Bruder, getroffen ist halt nicht getroffen, gell? Der war eigentlich super weg. Doch. Du hast Matchball, ne? Wenn du dich triffst, gewinnst du. Ah, Matchball. Man muss es halt echt berechnen, gell? Wir haben denn eigentlich in Mathe immer diese Kurvenberechnung gemacht? Da war doch hier wieder. Das ist aber jetzt nicht hier auf der Linie, ne? Guck dich das an, ist das hart. Also da muss man schon. Jetzt weiß ich, warum du da triffst. Jetzt weiß ich. Ein Augenblick, ey. Ah, okay, gut. Matchball, gell? Also. Wenn du gut bist, machst du ihn direkt rein. Nein!
wolltest du gerade da. Ich glaube, ich will noch 10 Matchbälle haben. Wolltest du da die Bande draußen treffen, die Latte, oder? Von draußen? Warte mal, da bist du noch. Das war ein guter Versuch von dir, aber bitte lass es. So uns den Gefallen. Ja, man muss Risiko machen. Ey. Ja, anders geht's nicht. In deinem Fall. Nein, wobei. Ja! So, ich bin da, Bruder. Du wolltest doch haben. Ich an deiner Seite. So wolltest du doch haben. Ja, Bruder, was soll ich denn? Du weißt ja, wie es bis jetzt immer gelaufen ist. Du hast getroffen, ich habe getroffen. Du weißt es ganz genau, wie es bis jetzt gelaufen ist. Aber kein Druck, gell? Ich bin... Nee. So nicht. So nicht. Also, ich fühle mich gut. Auf, komm! Schon lange her, als du jetzt getroffen hast, ne? Schon lange her, dass ich auch hier vorne bin, gell? Ja. Du musst da auch hier hinarbeiten. Wäre schon frech, wenn ich beim ersten Mal treffen würde, gell? Ich sag halt, man kann nie wissen, wie es endet, gell? Okay? Nee, was so viel. Ja. Tja, doch. Das ist wichtig. Das ist wichtig zu sehen, dass du Katastrophe Ausführung hast.